Wir sind heute wieder online bei YouTube wegen Vodafone. Wieso Vodafone? Ich habe Vodafone gekündigt. Ich hatte Stress mit Vodafone DSL. Vodafone ist meiner Meinung nach scheiße. Ja. Und Vodafone wollte mir für die Schlechtleistung nicht zurückgeben. Obwohl im Kasten draußen das Kabel locker war und deswegen Internet ständig weg war. Ja, ich habe dann jetzt ein nettes Video gemacht, als ich das Box-Ding wegschicken musste. Dieses Box-Ding. Ja. Ein Video ist auch mit dabei im Video für YouTube. Und ich hatte Ende Juli einen Fahrradunfall mit Schleudertrauma. Dadurch ist bei mir viel liegen geblieben. Ja. Unter anderem die Abschlussrechnung von 20 Euro vom Vodafone. Was dann dazu führte, dass sie offenbar ein Inkassobüro beauftragt haben, das Geld einzutreiben. Alles in Ordnung. Okay, ich habe es bezahlt, als ich dann gemerkt habe, oh, hier liegt tatsächlich noch eine Rechnung. Es ist gar kein Fake-Inkasso. Es gibt ja diese Fake-Inkassos, die einem anschreiben, obwohl man gegenüber denen gar keine Schulden hat, einfach nur, um damit Geld zu verdienen. Ne? Ja, wir haben hier irgendwas vorliegen von der Bahn. Sie hätten keine Fahrkarte gehabt. Bezahlen Sie bitte 5 Euro. Da dachte ich, das ist jetzt dieselbe Masche mit Vodafone. Nee, war nicht. Ich habe tatsächlich diese Rechnung gefunden und habe die dann auch direkt bezahlt. Und was kam dann? Na? Die Box, die ich schon vor einigen Monaten geschickt habe, wurde mir auf einmal weggeschickt. Ich habe die weggeschickt. Ich habe auch die Sendungsnummer alles. Sie wurde mir auf einmal in Rechnung gestellt. 100 Euro. Jetzt eine Rechnung des Inkassobüros von weit über 100 Euro. Mit den ganzen Bearbeitungsgebühren und Mahngebühren und Verzugszinsen. Ja, wie fühle ich mich? Ich fühle mich verarscht und bestätigt, dass Vodafone scheiße ist. Ja, Vodafone ist doof. Ganz kacke. Ich bin froh, wenn ich weg bin. Ich habe nämlich auch den Handyvertrag gekündigt. Habe ich auch ein Foto von diesen Schreiben, die ich weggeschickt habe. Sobald das Internet weg war, wird das gedrosselt. Die anderen Anbieter sagen alle, okay, wir geben ihnen 64 Kilobit pro Sekunde. Vodafone sagt, nee, 32 Kilobit, du sollst ja wieder dazu kaufen. Ne? 500 Megabit für 5 Euro, bitte. Ja, und dann haben die das auf unter 16 Kilobit gedrosselt, obwohl ich vollen Empfang hatte. Also telefonieren und so war kein Problem. Nur Internet war derartig eingestellt, dass man auch keine E-Mails empfangen konnte. Weil der Server, wenn die Verbindung zu langsam ist, die Verbindung abbricht. Das Antworten von Sender und Empfänger dauert einfach zu lange. Ja. Haben sie nicht akzeptiert. Bestätigt mir mal wieder, dass die einfach auf die Leute kacken. Ne? Ja, von wegen, wir hätten ja einen Laufzeitvertrag. Ich meine, die 50 Euro hätte ich gerne noch bezahlt, um das Handy abzulösen. Aber nö, wir wollen die volle Summe. Ja, Näheres zu meinem angepissten Verhalten beim Box einpacken und versenden im folgenden Video. Hi, wollte ein Video zum Thema Vodafone Easybox zurückschicken, da ich in der Vergangenheit jetzt mehrfach schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, dass nach dem Zurückschicken von Waren irgendwelche seltsamen Forderungen kamen, dass irgendwas gefehlt hat und man das bezahlen müsste, mache ich jetzt ein Video dazu, dass ich die Easybox genauso einpacke, wie sie hier liegt. Hier einmal die Zettel. Gestern hatte ich bei Vodafone angerufen, weil hier drin steht,
In der Box sei ein Retourenschein, mit dem man ganz einfach die Box an Vodafone zurückschicken kann. Dem ist leider nicht so. Dann hatte ich gestern deswegen Vodafone angerufen, weil ich ganz gerne diesen Retourenschein hätte. Der Mann fragte nach meiner E-Mail-Adresse, sagte, er würde das gleich zuschicken, müsste noch was mit einem Kollegen klären und dann hat er einfach aufgelegt, ohne irgendwie mir was dazu zu sagen. Ja, fand ich nicht so schön, zeigt mir aber, dass Vodafone definitiv nicht der richtige Anbieter ist. Ich bin froh, dass ich den Vodafone-Vertrag jetzt los bin, werde auch nie wieder irgendwas mit diesem Anbieter zu tun haben wollen. Ich bin mal gespannt, ob Vodafone sich in den kommenden Wochen meldet. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte da ja schon diverse andere Anbieter, wie zum Beispiel U2, die da meinten, irgendein Kabel hätte gefehlt. Was eigentlich nicht so war. Also es war quasi mit da drin. Die haben es aber einfach angegeben und Geld abgeschickt. Also so sieht die Easybox aus. Ist auch noch voll funktionsfähig. Ja, also es fehlt nichts an dieser Box. So, passt nicht so ganz. Egal, ich mache es jetzt einfach mal zu. Und dann gibt es gleich ein Video davon, wie ich das wegschicke. Also beziehungsweise wie ich es in ein anderes Paket einpacke und dann den Kleber drauf packe. Ja. Und zwar geht es jetzt darum, diese blöde Box zurückzuschicken. Ich habe einen Rücksendeschein, Retourenschein, hier, ne? Und dieser Retourenschein sagt halt, warum dieses Paket gekündigt wurde. Ja, das ist alles. Ich habe jetzt mehrfach gesagt, hier, weil ich schon mal ein Paket zurückgeschickt habe, habe ich den Rücksendeschein nicht mehr. Aber Vodafone ist das sehr, sehr, sehr egal. Die sagen, sie dürfen das selber zurückschicken, sie kriegen also keinen Rücksendeschein. Ja, und die 5 Euro für das Paket darf ich selber investieren. Ja, was denke ich darüber? Ich denke darüber einfach nur, dass Vodafone Arschlöcher sind und die Kunden abzocken. Das denke ich darüber. Kauft niemals bei Vodafone ein. Ja, ich werde dann, sobald ich es geschafft habe, mit Internet irgendwie einen Rücksendeschein auszudrucken, das Paket zurückschicken. Die haben mir erzählt, wenn ich das nicht innerhalb von 14 Tagen zurückschicke, wollen die mir 100 Euro abbuchen oder in Rechnung stellen für den Schrott hier. Habe ich gesagt, nö. Weil ich ja davon ausgegangen bin, dass ich einen Rücksendeschein bekomme, also einen Paketaufkleber. Ja, sollten die mir was in Rechnung stellen, gehe ich zum Anwalt. Geht so nicht. Ja, mal gucken. Ja, so sieht das jetzt aus. Hier die Briefe. Und beim Einwerfen und Abgeben mache ich dann nochmal ein Video. Wie man in dem Video, glaube ich, sehr gut erkannt hat, habe ich die Box zurückgeschickt. Und was sagt die E-Mail vom Vodafone? Die Box ist nicht da. Der Fehler liegt nicht bei mir, sondern Vodafone hat dafür extra eine Abteilung, die sowas macht. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ne? Also Leute, Finger weg von diesem komischen Vodafone. Ich finde das schon sehr verdächtig, dass da dieses rote Bluttropfen ist. Ich glaube, der Typ, die Leute sind da alle heroinabhängig. Bei den Preisen kann man das ja wohl vermuten.